Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Lost Ark News hier auf diesem Kanal. Heute am 23.04. wird ein Hotfix auf die Server aufgespielt, der auch eine Server Downtime mit sich bringt. Die Server Downtime geht von ca. 9 Uhr morgens bis gegen 12 Uhr mittags, eventuell sind die Server aber auch schon wieder eher online. Es gab einige Probleme mit dem großen April-Update, welche heute mit dem Update gefixt werden sollen. Es gab zum Beispiel ein Problem, dass der Phaeton Power Pass nach Beanspruchen nach 7 Tagen schon abläuft. Das war natürlich so nicht gewollt und sollte mit dem Update heute gefixt werden. Die in den Express-Missionen verdienten Rissfragmente konnten beim entsprechenden Händler nicht verwendet werden. Auch das wird mit diesem Update heute gefixt. Es gab Probleme beim Punica-Wissenstransfer. Dieser funktionierte wohl nicht und auch das sollte nach dem Update heute behoben sein, auch für Charaktere, die den Wissenstransfer schon verwendet haben. Nutzer, die ihre wöchentlichen und monatlichen Kristallpakete gekauft haben, bekamen leider keine Bonuskristalle gutgeschrieben, wenn das Inventar fast auf Maximalkapazität war. Auch das wird heute behoben. Ebenso gab es schon seit dem April-Update Probleme auf der EU-Central-West-Region. Da kam es zu reichlich Abstürzen oder auch die Server wurden gar nicht angezeigt. Diese Probleme sollten nach dem Update der Vergangenheit angehören und es gibt sogar ein paar Entschädigungen für betroffene Spieler auf dieser Serverregion. Unter anderem gibt es für die betroffenen Spieler 3 Tage kristalline Aura, 2 Aura der Resonanz Erholungselixiere, da hat man dann 14 Tage Zeit, diese zu benutzen, und es gibt 3 aufgestiegene Verstärkungstruhen, was doch eine sehr nette Geste ist. Das sind die Änderungen, die mit dem Hotfix heute aufgespielt werden und ich wünsche euch nachher wieder viel Spaß beim Zocken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte gerne den Daumen nach oben dafür, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Und nun sage ich wieder danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao ciao.